Ja, wir haben ja gedacht, es kommt nie wieder. Ja? Und auf einmal ist es doch da. Und die Mauer ist weg, die Mauer ist weg. Das kann keiner fassen. Aber wir haben die Mauer weggekämpft. Tschüss. Es ist einmalig. Kein Stempel, nichts. Gar nichts. Nichts. War ja nicht möglich. Blank, alles blank. Großzügig. Erst kleine Tor und dann die große Tor. War herrlich. Aber ich hab wenigstens noch mehr wollte man nicht. Den habe ich mir aber erkämpft hier. Den hebe ich mir auf. Den hebe ich mir auf. Den zeigt mein Enkel. Allein in Leipzig zogen 300.000 Menschen durch die Innenstadt. Auf Spruchbändern und Transparenten demonstrierte die unüberschaubare Menge gegen Macht- und Ämtermissbrauch und für mehr Demokratie. Weitere Forderungen, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit sowie Reisefreiheit. Immer wieder rief die Menge, die Mauer muss weg und Gorbi, Gorbi. Kritik gab es auch am SED-Generalsekretär Krenz. In Sprechchören hieß es, Krenz das Forum nicht aus. Zu Zwischenfällen kam es nicht. Die Sicherheitskräfte der DDR hielten sich im Hintergrund. Die Polizei regelte lediglich den völlig überlasteten Straßenverkehr. Die Demonstration hatte sich wie auch in den vergangenen Wochen nach Gottesdiensten in mehreren Kirchen der Stadt formiert. Das DDR-Fernsehen berichtete in seinen Nachrichtensendungen von den Kundgebungen. In der DDR findet eine wirklich demokratische Revolution von unten her statt. Ich möchte daran erinnern, dass das wohl zum ersten Mal seit 1918 eine demokratische Entwicklung von unten ist, bei der das Volk die Macht selbst ergreift, sich selbst organisiert, eine führende Partei oder eine führende Gruppierung dabei gar nicht braucht. Die amerikanische Regierung plant zunächst keine einschneidenden Reaktionen auf die politische Entwicklung in der DDR. Die Veränderungen gehen weitgehend in der Geschwindigkeit vor sich, wie wir sie uns wünschen, erklärte der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Showcroft in einem Fernsehinterview. Wir wollen die Entwicklung hin zu einer pluralistischen Gesellschaft in der DDR.
jedoch ohne die Gefahr eines Rückschlages, erklärte er weiter. Which would set things back perhaps for a decade. Genossin Helga Labs, Mitglied des Zentralkomitees und Vorsitzender der Gewerkschaft, interessiert sind. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Es war wirklich Wahnsinn. Wir sind einfach durchgelaufen, ohne dass er ihn kontrolliert hat. Und wollen Sie jetzt hier bleiben oder gehen Sie heute Abend wieder zurück? Wir gehen heute Abend wieder zurück. Auf jeden Fall. Wir gehen zurück, denn wir waren ja in Leipzig auf der Straße. Wir waren da nie Ost auf der Straße. Wie sind Sie vorhin rübergekommen? Ganz komplikationslos. Einfach rüber mit dem Personalausweis, Zulassung und rüber. Hab noch gefragt, ob das für umsonst ist. Ja, mit was soll man bezahlen, haben sie gesagt. Und was haben Sie jetzt gemacht hier in West-Berlin? Nur erstmal rüber, erstmal auf dem Boden stehen, auf die Füße auf der Erde haben. Das war alles erstmal. Nur mal rüber. Nur mal gucken, ob es stimmt. Was war das für ein Gefühl? Toll. Hab gezittert am ganzen Leib. War ganz toll. Phänomenal. Toll. In Situation getroffen wurde. Und es werden keinerlei strafrechtliche Relevanzen hier in Kraft treten. Es ist auf Deutsch. Meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt rüber hier und meine Eltern besuchen gehen, ja? Ja. Haben Sie das noch? Dass das überhaupt einmal möglich war im Leben, hat sich kein Mensch erträumt. Das ist zu schön, um wahr Millionen, zu sein. Millionen haben auf diesen Augenblick gewartet, ja. Unsere Fragen an die spontanen Besucher aus Ost-Berlin, wie lange sie zu bleiben gedächten und wie der erste Eindruck sei, war eindeutig. Vielleicht in 2 Stunden oder in 1 Stunde. Na klar, Kinder zu Hause. Bis morgen früh. Wir müssen ja wieder zur Schule oder arbeiten. Ich muss morgen früh wieder raus, ich kann es ja nicht fassen. Vor allen Dingen die Kollegen bei uns, die Nachtschicht haben. Wie die das jetzt verkraften. Wie wir sitzen hier am Kühler, sagen wir mal, trinken ein gemütliches Bier. Die kommen nun hoffentlich morgen Nachmittag, wa? Ich hoffe es bestimmt, ja. Unbeschreiblich. Schön. Kannst du mal was fragen? Fucking Englisch. Okay, why are you cutting the wall here? Taking it back to England for a souvenir. I was born in Berlin. Nice. And my dad was here when it was built. And I want to take some back for a souvenir for him. Gestern Abend an der Bernauer Straße. Sonnabend früh erst wurde hier die Mauer durchbrochen. Kein Gedränge. Es geht ruhig und entspannt zu. Die einen kehren vom Einkaufsbummel zurück, andere vom Besuch bei der Familie. Wir waren heute bei unseren Verwandten. Große Familie, 20 Personen haben heute gefeiert. Ein Teil der Familie ist noch aus Bonn gekommen. Vor allen Dingen, zuerst schreibt man an diese Adresse und auf einmal sitzt man in der Wohnung und irgendwie kann man es trotzdem noch nicht fassen, ja. Auf dem Rückweg hatten wir auch noch ein schönes Erlebnis, als wir eben hier zurückgegangen sind. Da hat eben auch eine alte Dame im ersten Stock hat das Fenster aufgemacht und hat uns hier noch eine Tüte Kekse für die Kinder in die Hand gedrückt. Die lockere Atmosphäre steckt auch die Grenzpolizisten an. Macht ihr aber Spaß? Ja, klar, warum nicht? Ja.
Besser als sonst, ja. Tjenner wirft eben noch mal schnell einen Blick aufs Brandenburger Tor, bevor er die Rückreise antritt. Ja, daheim sieht es jetzt so aus, dass ich kurz vor Mitternacht nach Hause fahre, also mit dem Zug. Nur morgen um 6 Uhr beginnt die Frühschicht. Und dann bin ich morgen um 3.30 Uhr oder so in Rostock. Ja, eine Stunde aufs Ohr legen und dann geht's ja schon wieder los. Auch spät in der Nacht zieht dieser Ort die Menschen an wie ein Magnet. Und diese Anziehungskraft, sie reicht weit über Berlin hinaus. Er zum Beispiel ist Mexikaner, wohnt in Paris und er hat sich spontan ins Flugzeug gesetzt, als er hörte, was in Berlin los ist. Und da war er nicht der Einzige. Ich bin Amerikaner und ich bin von Brüssel gekommen, um jetzt diesen Moment zu teilen. Und so kann er denn sehen, wie sich die Dinge umgekehrt haben. Die Mauer, sie wird hier jetzt vom Westen aus bewacht. Wann immer ihr einer zu nahe kommt, sofort sind die Polizeibeamten zur Stelle. Kleine Zwischenfälle, die die fröhliche Stimmung nicht stören. Für Unterhaltung sorgt Onkel Rolf aus Halle, das sächsische Unikum mit der Drehorgel. Auch über die politische Entwicklung hat er sich Gedanken gemacht. Hier sein Vorschlag zur Lösung der deutsch-deutschen Währungsprobleme. Auf dem S-Bahnhof Zoo ist inzwischen der Andrang vorbei. Niemand muss mehr um einen Platz kämpfen. Nach dem langen Marsch durch die Straßen der Innenstadt geht es zurück in Richtung Friedrichstraße. Aber nicht nur Heimkehrer findet man auf diesem Bahnsteig. Selbst abends um 11 kommen immer noch vereinzelt neue Besucher, die hier zum ersten Mal Westberliner Boden betreten. Es sind die ganz Schlauen. Sie haben so lange in Ruhe abgewartet, bis das große Gedränge vorüber war. Ja, der Andrang war erst mal ein bisschen zu groß. Ja. Und wir müssen sich das doch alles gelegt haben, haben wir uns gedacht. Und da sind wir eben, ja, haben uns im Marsch gesetzt. Was hast du in der Tasche? 15 Mark. Ich zum Beispiel komme aus Görlitz. Und die Übernachtungsfrage ergibt sich. Wie? Ja, da staubt man im Freien und so weiter. Sie werden wenigstens nicht alleine sein, wenn sie durch die City schlendern. Zwar ist das Straßenbild schon fast wieder normal, aber der Trabi verrät, dass auch auf dem Kuhdamm noch Gäste von jenseits der Mauer unterwegs sind. Und immer noch Trubel auf dem Breitscheidplatz. Nicht wenige dieser jungen Leute haben seit 2 Tagen kein Auge zugetan. Und dennoch, sie können es nicht lassen. Sie wollen diesen Tag auskosten bis zum Letzten. Ich bin so überwältigt, dass ich jetzt hier stehen kann auf dem Kudamm. Ja. Und ich weiß gar nicht groß, was ich da noch zu sagen soll. Ja. Also ich bin überwältigt.